Erstmal begrüße ich Sie ganz herzlich hier und heute zur Übergabe des Glaspavillons in Vermieterschaft der Gebach. Auch herzlichen Dank für die Vertreter der Gebach, die heute da sind, an der Spitze DBV-Chef Udo Steinke. Udo Steinke und die Gebach haben diesen Glaspavillon an den Verein für Kinderhilfe und Jugendarbeit, dessen Vorsitzender hier links neben mir steht, der alte frühere Stellvertreter, der Herrn Fastabend, der gleichzeitig ja auch Vorsitzender des Vereins für Kinderhilfe und Jugendarbeit ist. Und dieser Verein wurde vom Jugendamt, von Holger Petke, dem Jugendamtsleiter, und früher noch von mir beauftragt, hier in Duisburg eine Anlaufstelle für Menschen, insbesondere für junge Menschen, zu bieten, um möglichst unkonventionell, nicht gebunden an irgendwelche Bezirksamts- oder Bürostrukturen, Anlaufstelle im allgemeinen Leben zu bieten, im täglichen Durcheinander des Einkaufens oder ähnliches zu bieten, wo man sich auch mal mit Fragestellungen, wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich jetzt eine werdende Mutter und werdender Vater bin, noch nicht ganz sicher bin, wie ich mit dieser Situation umgehen kann. Ich brauche Unterstützungsleistungen und die können hier, wie spricht man in der Jugendhilfe, niedrigschwellig angeboten werden. Ich denke, es ist uns ein wunderbares Kooperationsprojekt gelungen und ich bin auch der Meinung, dass es nicht mehr allzu lange so sein sollte, dass man mit unkonventionellen Wegen die Angebote der Jugendhilfe vorhalten soll. Noch müssen wir es aber machen, weil immer noch viele Leute Angst haben, beim Jugendamt vorzusprechen, so nach dem Motto, ich muss mir da selber Fehler eingestehen. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, denn es ist überhaupt kein Fehler, sich bei Profis Hilfestellung zu holen. Und auch hier ein herzliches Willkommen von mir an alle Vertreter der freien Verbände, der freien Träger der Jugendhilfe. Es gibt ein ausgesprochen breit aufgestelltes Angebot von Jugendhilfeleistungen im Bereich der Vorbereitung auf Geburten, im Bereich der die ersten Monate nach Geburten. Das sind nicht nur die Familienhebammen, die wir glücklicherweise hier in Duisburg haben, sondern sehr, sehr viele unterschiedliche Angebote. Die Jugendhilfe kann eigentlich jedes Problem lösen. Man muss sich auf die Jugendhilfe nur einlassen können. Und ich denke, mit diesem Glaspavillon mitten in der Einkaufsstraße hier in Duisburg machen wir da als Jugendamt Duisburg einen weiteren Schritt. Wir sind schon sehr weit damit, unsere Angebote in die Stadtteile zu bringen. Seit mehr als 10 Jahren, Bernd, haben wir gesagt, wir warten nicht darauf, dass die Leute, die Fragestellungen zum Thema Jugendhilfe haben, zu uns kommen, in die Bezirksämter, sondern wir gehen insbesondere in die Ortsteile, von denen wir wissen, dass dort sozial benachteiligte Menschen leben. Das ist ein Erfolgsprojekt. Das werden wir fortsetzen und mit diesem Projekt hier können wir es noch in der Innenstadt erfolgreich umsetzen. Man muss dazu sagen, wir folgen damit auch sehr, sehr gerne einer Bundesinitiative, die im Rahmen der Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes vor 2 Jahren eingezogen wurde, nämlich möglichst Prävention für werdende Mütter und Väter, die sogenannten frühen Hilfen anzubieten. Ich freue mich sehr, dass eine Kollegin, eine sehr versierte Kollegin aus dem Jugendamt, mit der ich jahrelang sehr gern zusammengearbeitet habe, hier die Leitung dieses neuen Satelliten der Jugendhilfe aufgenommen hat. Frau Oelsmann, ich wünsche Ihnen und Ihrem Beratungsteam und Ihren Unterstützern der freien Träger ausgesprochen viel Erfolg. Ich weiß, dass Sie das können und ich weiß, dass Sie auch die Fähigkeit haben, die Leute hier in den Glaspavillon zu holen und gut zu beraten. Der Verein für Kinderhilfe, dessen erster Vorsitzender ich immer noch bin, wie lange weiß ich nicht, hat also den Auftrag gehabt, das Schlüssel fertig zu übergeben. Das mache ich hiermit. Ich übergebe den Schlüssel, der im Vorzimmer des Jugendamtes dann deponiert wird. Wünsche ich denen, die hier vor allen Dingen ein- und ausgehen werden, die hier Beratung erfahren, dass sie die richtige Entscheidung für ihr Leben hier vielleicht mitnehmen, für ihre Kinder mitnehmen, dass sie Beratung erfahren können. Und ich wünsche denen, die hier Beratungsleistungen anbieten, dass sie daraus auch ein Stück weit Befriedigung, Selbstbestätigung erfahren können. Denn das, was Sozialarbeit leistet, ist mit dem Gehalt nicht abgetan, sondern ist oftmals nur mit einer sehr großen inneren Beteiligung leistbar. Und deshalb wünsche ich denen, die hier beraten, wie denen, die hier beraten werden, eine gute Kommunikation. Herzlichen Dank. Transparenz, so wie das der Pavillon ist, nämlich sehr durchsichtig, so transparent soll auch die Arbeit sein, die Begleitung sein mit den Familien. Ich freue mich, dass wir hier so schön starten können und wünsche ja, allen, die mitarbeiten, allen Kooperationspartnern auch, die mitwirken hier in Informationsveranstaltungen,
genauso viel Spaß und Erfolg wie uns allen hier. Okay. Gut.